Hallo und herzlich willkommen zu Taladiers Woche. Schönen guten Tag. So, Taladiers Woche, was ist das? Genau, das ist, ich erzähle, was ich letzte Woche so erlebt habe und seit letztem Mittwoch im Gaming-Bereich, was auf dem Kanal sich so abspielt und was es vielleicht sogar Neues gibt. Wenn ihr Fragen zu mir, dem Kanal oder sonst was habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare oder ihr könnt auf Twitter gehen, @Taladier, da bin ich auch, oder ihr kommt abends in den Stream, das ist twitch.tv/taladier, da bin ich, wie gesagt, fast jeden Abend und zock mit euch oder zock alleine oder sitz einfach nur da und, keine Ahnung, mach irgendwas. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir mal los. Und wie immer fangen wir hier mit Warframe an. Ja, was gibt's in Warframe so Schönes? Eigentlich so gar nicht viel. Ich habe recht wenig gespielt in letzter Zeit, habe ein bisschen was gelevelt. Die einzige Zeit, die ich wirklich gespielt habe, war halt im Stream mit euch zusammen und es hat wie immer saumäßig Spaß gemacht, denn ihr seid einfach die Besten und yay, es macht einfach tierisch Laune. Es gibt ja zurzeit einen taktischen Alarm, oder gibt's den noch, wenn das Video rauskommt, weiß ich gar nicht. Letzte Woche gab es einen taktischen Alarm und von dem war ich am Anfang sehr, sehr enttäuscht, weil ich mir dachte so, was, ist das nur jetzt ein Capture? Okay. Ja, dann später wurde es halt zu einer Boss Exterminate und war halt ne. Ja, es gab halt mal wieder eine Kartoffel und ein paar Kerne und Credits und ein Stratos-Emblem. Nichts Großes, Weltbewegendes. War halt ganz nett. Was gibt's sonst noch so zu Warframe zu sagen? Die ganze Warframe-Community wartet jetzt eigentlich nur auf Update 17. Wann das kommen wird, da habe ich gar keine Ahnung. Wird, glaube ich, noch einen Monat oder so dauern, wenn nicht sogar noch länger. Vielleicht werden sie das ja dann nächste Woche im Devstream noch erklären oder sagen so, okay, hier, wir haben ETA, dann geht's los. Schauen wir einfach mal, wie das vonstatten geht, und ich denke, dann wird auch wieder wesentlich mehr Content kommen von Warframe. Oh ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Haha, ich habe ja eine lustige kleine Reihe angefangen. Jedenfalls, ich finde sie lustig, weiß nicht, ob ihr sie lustig findet. Ich gebe den einzelnen Warframes so ein bisschen eine kleine Persönlichkeit und lasse die halt auch mal ein bisschen zu Wort kommen. Und finde ich ganz lustig, kann man mal nebenbei machen, ist jetzt aber nichts, was großartig in als großer Content-Punkt auf meinem Kanal kommt. Da kommen halt ab und zu ein paar Folgen. Aber es macht halt Spaß, mal ab und zu wirklich halt so ein bisschen abzudrehen und einfach nur mal ein Spaßvideo zu machen. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, gibt es natürlich mehr. Wenn es euch nicht gefällt, dann gibt es natürlich weniger davon. Und dann würde ich sagen, sind wir mit Warframe durch und dann kommen wir zum nächsten Thema. Zurzeit bin ich auch sehr viel am Heroes of the Storm zocken und das macht wirklich tierisch Laune, obwohl ich halt nur Botgames mache oder fast nur Botgames mache. Und es ist cool, es macht echt Spaß. Ich hatte das wirklich nicht gedacht. Ich bin ja schon seit der technischen Alpha oder Technical Alpha, wie ich jetzt schon drin. Und damals habe ich irgendwie 7 oder 8 Spiele gemacht und dachte mir, ist ganz nett, aber jetzt irgendwie so seit knapp 1,5 Wochen bin ich da wirklich am Zocken und mache halt meine 5, 6, 7 Spiele am Tag. Hab's halt gestreamt am Abend mit euch zusammen, jedenfalls mit einigen. Und es war halt cool, es macht halt echt Spaß. Es hat ein schöner kleiner Zeitvertreib nebenbei. Macht halt Spaß, ist cool. Das Einzige, was ich halt wie immer zu bemängeln, oder nicht wie immer, aber was ich halt zu bemängeln habe, was halt auch viele andere Leute sagen, Blizzard hat wirklich ein tierisches Rad ab, fast ein Riesenrad, mit den Preisen für die Skins und für die Heroes und so weiter und so fort. Also holla die Waldfee. Wenn man sich da mal anschaut, dass das komische Unicorn, dieses Einhorn, 20 Euro kostet, holy moly, dann ist das schon echt eine ganze Menge. Klar, ich verstehe, Blizzard ist eine Firma und die wollen halt Geld machen. Das ist vollkommen legitim und da sagt ja auch gar keiner was.
dagegen, aber ich denke, dass die Preise, wenn erstmal mehr Helden da sind, mehr Skins da sind, mehr Mounts da sind, dass die Preise dann im Allgemeinen auch fallen werden. Jedenfalls hoffe ich es. Denn mal ganz ehrlich, wenn sie da jetzt irgendwann ihre 90, 100, 120, wie auch immer, wie viele Heroes haben, und die alle so teuer sind, plus die Skins, plus die Mounts, dann ja, weiß ich nicht, ob die sich so halten können. Denn ich finde, der MOBA-Markt ist sowieso von drei großen Spielen eh komplett überlaufen. Das sind halt der Beliebtheit nach jetzt sortiert halt League of Legends, Dota 2 und dann kommt Smite. Heroes of the Storm hat halt den Vorteil, dass es halt von Blizzard kommt. Und Blizzard ist halt immer so ein Markenname oder so ein Punkt, wo die Leute halt sagen, uiuiui, das wird ja, das muss was sein. Es ist nicht schlecht. Es gibt aber einige Sachen, wie gesagt, die mich daran noch so sehr stören. Es ist zum Beispiel, was ich in den Foren gelesen habe und was ich jetzt auch so in den Spielen mitbekommen habe. Das Balancing bzw. das Matchmaking ist für einen Eimer. Keine Ahnung. Ich habe letztens mit einem Zuschauer gespielt, mit dem lieben Palanius. Hallo Palanius. Und wir sind so weggemoscht worden. Also, das ging gar nicht. Da dachte ich mir auch so, wow, nice. Und ja, also meine Vermutung ist ja, dass es halt ein komplettes Fünfer-Team war. Und das finde ich halt krass, dass das Fünfer-Teams halt mit Randoms, also mit Einzelleuten oder mit Zweiern zusammen gemixt werden, zusammengeschmissen werden. Denn da hast du absolut keine Chance. Du kannst noch so gut spielen, wenn du ein Fünfer-Team hast, was im Teamspeak sitzt und sich abquatscht, dann bist du chancenlos. Punkt aus Ende. Und das andere Ding ist halt, so generell die Balance der Maps, die ist auch so ein bisschen meh. Also jetzt zum Beispiel die komische Minen-Map, wo du da unter Tage musst, also in die Mine rein musst, um da die Untoten zu töten. Sobald du da ein bisschen im Hintertreffen bist, sobald ein Team halt 70 hat und du hast halt 30, kannst du halt im Großen und Ganzen sagen, das war's. Die Map kannst du abschreiben. Denn du kriegst das Viech einfach nicht tot von den Gegnern, diesen komischen Bone Golem. Und deiner geht halt irgendwie nach zwei Hits ist der halt gefühlt down. Und das sind halt alles so eine Balancing-Sachen, die meiner Meinung nach sehr überprüft werden sollten von Blizzard und da wirklich nochmal genau unter die Lupe genommen werden sollten. Aber abgesehen davon macht das Spiel, wie gesagt, super viel Laune. Ich spiele es halt auch ab und zu mit meiner Frau zusammen. Und ich schaue einfach mal, wie es da jetzt weitergeht, was für neue Helden da kommen, was für neue Skins und so weiter. Und jetzt haben wir auch schon eine ganze Weile über dieses Spiel geredet und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Wie hat auch schon die letzten zwei Wochen drüber gequatscht, Pillars of Eternity, weiterhin geiles Spiel, zocke ich privat sehr, sehr gerne, fantastisches Spiel. Ich glaube, ich habe darüber genug gesagt. Ist halt sauschwer, ist voll mit Geschichte, mit Liebe und mit allem möglichen drum und dran. Ist ein geiles Spiel, ich kann es euch wie immer nur wärmstens ans Herz legen, dass wenn ihr auf diese klassischen RPGs steht, Baldur's Gate, Planescape Torment und so weiter und so fort, legt's euch zu, holt's euch, ihr werdet auf jeden Fall die Spielzeit oder die Euro auf jeden Fall mehr als wettmachen in Spielzeit und Spaß und Trauer und Tränen und Wut und alles Mögliche ist dabei. Wie gesagt, Pillars of Eternity, geiles Spiel. Yay! Und jetzt muss ich mal ein kleines bisschen abnerden. Fallout 4! Ja! Woohoo! Party! Oh, ist das geil! Ist das geil, ey. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich mein Hype-Train im Körper noch irgendwie unter Kontrolle bringen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin sowas von auf dem Hype-Train. Train? Ich freue mich tierisch darauf. Das wird
absolut geil. Und ja, wir haben zwar nur einen Trailer bisher gesehen, aber ich hatte das gestreamt, den Trailer, und habe mit euch da ein bisschen im Stream mich drüber unterhalten, habe halt auch so eine kleine Trailer-Analyse gemacht, so was mir da so aufgefallen ist und so weiter und so fort. Und es war so geil. Also der Hype ist real. The Hype ist Train, der Train ist Hype und was weiß ich nicht was alles. Also richtig, richtig geil. Aber ich muss jetzt auch schon wieder meckern. Und zwar mit der Gaming Community. Und ich weiß nicht, was mit der Gaming Community in den letzten Jahren los ist. Ich glaube, die sind einfach nur verwöhnt und haben irgendwie den tierischen Knall nicht gehört. Denn es war ein Trailer und der Trailer hat sehr höchstwahrscheinlich Ingame-Grafik gezeigt und so wie das Spiel aussehen wird. Finde ich persönlich großartig. So sollten Trailer sein und nicht so eine Trailer wie The Witcher 3, wo halt Zeug gezeigt wird von der grafischen Opulenz her, die das Spiel theoretisch haben könnte, aber es niemals haben wird. Dass die Trailer einfach zu gut aussehen für das, wie es am Ende ist. Und da muss ich auch sagen, hat The Witcher den Shitstorm komplett verdient abbekommen. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, nichts, was... Ja, da sollte man sich auch wieder so ein bisschen zügeln, denn mal ganz ehrlich, es ist ein Fallout-Game. Und Fallout 3 und Fallout New Vegas, die waren jetzt auch grafisch gesehen, wenn man sie halt in der Normalfassung ohne Mods halt gespielt hat, dann waren sie halt auch nicht die ultimativen Super-Hyper-Grafik-Dinger. Hast du ein paar Mods reingehauen, dann ja, hattest du die Möglichkeit, dass das Spiel richtig, richtig geil aussieht. Aber es kommt halt nicht an die Grafik von einem Witcher 3 oder so ran. Und das passiert auch bei Fallout 4 nicht, dass das Spiel an Witcher 3 rankommt. Das funktioniert nicht. Und das wird es auch gar nicht sein. Und das ist mir persönlich auch sowas von Schnurzpiep egal, dass dieses Spiel halt nicht mit Nvidia Boop Physics da ausgestattet ist und sowas. Das ist mir komplett egal. Ich will die Welt haben, ich will sie erkunden, ich will Postapokalypse, ich will Mutanten, ich will die Brotherhood of Steel, ich will die Enclave, ich will das alles erkunden und das wird fantastisch und das wird geil. Und deswegen ist mir die Grafik sowas von piep egal. Und da sollten sich viele Leute einfach mal wirklich ein bisschen zügeln und ja, mal wieder klarkommen, bin ich der Meinung. Weil ganz ehrlich, ich habe lieber, wie hat schon gesagt, einen Trailer, der mir zeigt, so sieht das Spiel aus und nicht, so könnte das Spiel aussehen, aber so wird es nicht aussehen. Das sagen wir zwar nicht, wir sagen euch zwar, hey, guck mal, so wird das Spiel aussehen. Aber wir lassen euch mal bis das Spiel da ist, in dem Glauben, dass es halt so aussieht, damit ihr schön vorbestellt. Punkt, aus, Ende. Wenn ich kacke. Und deswegen freue ich mich halt so unglaublich auf Fallout. Und ein Ding, was mich an dem Trailer und an der ganzen Vorbestelleraktion und so weiter an Fallout einfach nur wieder, ja, was mich da ja eigentlich gefreut hat, war, dass man nicht am Ende wieder so, wenn du jetzt vorbestellst, dann kriegst du, wenn du zu GameStop gehst, eine Mütze. Wenn du zu Walmart gehst, dann kriegst du einen Handschuh. Und dann brauchst du irgendwie eine Excel-Tabelle aus 14 Gigabyte Größe, um halt herauszufinden, von welchem Anbieter du welche Sache bekommst und so weiter. Finde ich großartig. Finde ich richtig, richtig geil. Kein hier vorbestellen, dann gibt es einen DLC und einen Season Pass und bla und so weiter. Den können sich alle schenken. Ist mir egal. Können sie sich in den Popo schieben. Ich will das Spiel haben und dann nach und nach die Add-ons dazu kaufen, wenn sie dann halt, ja, ihr Geld wert sind. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich das super geil und das Spiel wird fantastisch. Ich freue mich drauf und jetzt haue ich mir aufs Knie. Aber so, jetzt sind wir mit Fallout fertig. Ich habe genug gemeckert. Und ihr könnt mir ja mal dazu eure Meinung sagen, ob ihr auch auf dem Hype-Train seid und wie ihr das mit der Trailer und der Grafik
ja, dem Grafik-Shitstorm, den Fallout 4 da abbekommen hat, was ihr davon haltet und ob ich da komplett falsch liege, eurer Meinung nach und so weiter. Lasst es mich einfach mal in die Kommentare wissen. Dann kommen wir jetzt nochmal schnell zum Kanal und zum Stream. Ja, der Kanal macht sich wie immer wunderbar. Es kommen viele neue Leute dazu, an euch neue Abonnenten. Hallöchen, freut mich ungemein, dass ihr da seid und vielen herzlichen Dank, dass ich euer Vertrauen verdient habe, dass ihr mir ein Abo dalasst, dass ihr sagt, yo, dessen Videos sind es wert anzugucken und da lasse ich ein Abo da. An die alten Hasen, die halt schon da sind, wie immer, ihr seid die Besten. Ich danke euch wirklich ganz, ganz herzlich, dass ihr da seid. Es macht tierisch Laune für euch, die Videos zu machen und danke für die Sache nochmal. Wir sind jetzt kurz vor den 300 Subscribern und ja, ich weiß gar nicht, was ich dann machen werde. Werde ich irgendwas machen für 300? Keine Ahnung. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwas sehen wollt. Irgendwie ein Best-of oder sonst irgendwie was. Keine Ahnung, könnt ihr mir auch mal reinschreiben. Dann kommen wir nochmal schnell zum Stream. Der Stream auf Twitch, der läuft fantastisch. Da sind halt die üblichen Verdächtigen fast jedes Mal dabei. Und auch an euch, ihr seid echt der Wahnsinn, es macht so unglaublich Spaß, für und mit euch zu streamen. Es ist einfach geil, es sind halt super 3-4 Stunden, die ich da mit euch habe und ich hoffe, die ihr auch mit mir habt. Ja, ist halt einfach wirklich großartig, danke dafür nochmal. Der Stream ist halt auch echt schön, er ist halt, wie gesagt, sind halt die gleichen immer dabei und ich hoffe, dass halt auch ein paar neue dazukommen. Dass wir halt schön wachsen können und zusammen zocken können und wirklich eine geile Zeit haben und dass wir halt zusammen da was auf die Beine stellen. Und wie gesagt, das ist halt so das ganze Ding hinter meinem Kanal und halt auch hinter dem Stream. Dann würde ich sagen, sind wir damit auch durch. Danke nochmal, dass ihr da seid. Alle, ob ihr jetzt seit gestern abonniert habt oder ob ihr schon seit Ewigkeiten dabei seid oder erst kürzlich im Stream vorbeigeschaut habt oder schon länger dabei seid. Trotzdem nochmal vielen herzlichen Dank, Leute. Ihr seid wirklich die Besten und für euch, da lohnt sich das wirklich, das zu machen. Und danke nochmal. Ihr seid wie immer die Besten. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Ende. Und da sind wir auch schon durch mit dieser Episode von Taladiers Woche. Wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr Fragen zu mir, dem Kanal oder sonst was habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt natürlich auch auf Twitch kommen, auf Twitter und so weiter und so fort. Und da könnt ihr mir auch natürlich Fragen stellen. Und da bekommt ihr auch Updates von den jeweiligen, für jeweilige Projekte, die ich starte, natürlich wann der Stream startet, ob ein Stream startet und so weiter und so fort. Und dann wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo, ein Comment oder ein Like da lassen. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Mein Name ist Taladier und ich spiele gerade ein bisschen mit meiner Stimme rum. Juhu! Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!